Ja, meine Freunde, gerade kam die Meldung rein. War eigentlich anders geplant, heute das Video, aber gerade kam die Meldung rein von der Deichstube. Yuya Osako wechselt im Winter. Das und vieles mehr nach der Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rinico. Ja, meine Freunde, es ist tatsächlich bestätigt worden von der Deichstube gerade eben. Clubs aus Japan sind sehr, sehr interessiert daran, Yuya Osako auch zurückzuholen in die Heimat. Es geht auch so ein bisschen um die anstehenden Olympischen Spiele im Sommer, die für Osako halt auch interessant werden könnten. Und es geht auch so ein bisschen um die Eingewöhnheitszeit, so jetzt aber. Und demnach scheint es so, dass das Interesse wohl da ist. Es gibt aber noch kein offizielles Angebot oder so ist es zumindest jetzt hier gerade. Es ist aber wohl ein aktuelles Thema. Und kann Werder Bremen in der Rückrunde auf Yuya Osako verzichten? Denke ich ja. Kommen wir gleich auch nochmal dazu. Inwiefern wäre es interessant für die Clubs in Tokio, wie gesagt, Japan. Wie gerade schon gesagt, es geht um die Olympischen Spiele, die Vorbereitung, Yuya Osako wieder in die Heimat. Und ja, im Endeffekt muss man dazu sagen, wird es am Ende wahrscheinlich der Preis machen. Wenn das Interesse wirklich da ist und Osako wirklich wechseln will, geht es eigentlich nur noch um den Preis. Und in dem Artikel wird von 2 bis 3 Millionen geredet. Ich sage auch, er hat 3 Millionen Marktwert. Ich denke auch zwischen 2 und 5 Millionen, um die Spanne mal einen Tick höher zu machen. Sowas in dem Rahmen würde man für Osako bekommen. Könnte man ihn ersetzen, meiner Meinung nach auf jeden Fall, denn Osako ist kein Stammspieler und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Osako ist ein Spieler, der um einen Stürmer rumspielt und auch teilweise als Zehner eingesetzt wird. Wenn wir mit einem Zehner spielen, können wir auch wirklich Romano Schmid auf die Zehn stellen oder auch Bittencourt ohne Probleme. Durch die Rashica-Verletzung wird der wahrscheinlich im Winter eher nicht abgegeben, das heißt, er steht uns ja auch länger zur Verfügung. Und von daher wird er zwangsweise, also da bin ich mir sehr, sehr sicher, nach seiner Verletzung, wenn er dann wieder zurückkehrt, einen Stammplatz einnehmen. Genauso wie auch Tahi Chong, der gerade so ein bisschen aufspielt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er auf dem Flügel einer der Stammplätze kriegt. Ein Füllkrug ist wieder da, wir haben noch einen Sargent, also beim besten Willen, aber in der Offensive sind wir nominell wirklich breit besetzt. Wir haben da hinten noch zwei Jugendspieler mit Woltemade und Ehren Dinci, die sich auch präsentieren wollen. Das würde uns jetzt nicht so wehtun und neues Geld rein in die Kassen tut immer gut. Ist auch im Artikel gut beschrieben worden. Dass auch 2 oder 3 Millionen würden schon gut tun für den Verein. Und Osako wäre demnach, wie gesagt, wirklich ein Abgang, der zu verkraften wäre. Also es wäre keiner, wo jetzt ganz, ganz Katastrophe wäre. Und erinnert euch an den Satz und dazu möchte ich unbedingt eure Meinung in die Kommentare haben, der jetzt in der Woche kam. Keiner wird kommen, jeder kann gehen. So, lasst es mal auf euch wirken. Könnt ihr alles nochmal nachschauen, wenn ihr wollt. Und ich verlinke euch den Artikel von der Deichstube hier drunter. Wenn ihr den komplett mal lesen wollt, könnt ihr gerne machen. Würde mich auch freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei einem längeren Video. Und zwar unserem ersten Zwischenfazit. Wir schauen uns die Saison an mit einem Special Guest. Und das seht ihr morgen. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Ciao.